Hallo, moin, moin, meine Tippfreunde, meine YouTube-Freunde. Jetzt will ich mal die Tipps reinhauen. Ich mache das gleich im Ganzen mit HSV, alles drum und dran. Weil die Länderspielpause hat ja nicht viel Neues gebracht. Aber wie gesagt, es geht ja wieder bei Null los. Und da wollen wir mal anfangen. Ne? Ich denke, haben wir morgen, weil heute ist ja nichts am Fußball. Morgen haben wir dann Braunschweig gegen Elversberg. Ja, Braunschweig muss gewinnen. Die hängen ja auch da unten noch am Tropf. Die sind noch lange nicht gerettet. Da muss ich sehen. Also ich tippe doch mal, weil die Braunschweig hab ich jetzt ein paar Mal geguckt und ein paar Mal gut gesehen. Das gewinnt, glaube ich, Braunschweig 1-0. Ja, dann haben wir FCK. Nee, da haben wir mal Holstein Kiel. Also die spielen eine hervorragende Saison gegen Hansa Rostock. Aber Hansa Rostock, das ist natürlich immer, das sind die gefährlichen Gegner. Die unten noch mit drinnen sind und brauchen jeden Punkt, die werden da auch treten, beißen und alles machen, was es gibt da an der Kieler Förde. Ja, aber Holstein, ich habe sie auch nochmal gesehen gegen Elversberg. Also ich muss schon sagen, da haben die 2-0 gewonnen, da hätten sie auch 5-0 gewinnen können. Die haben guten Lauf. Bevor die da richtig einen Einbruch kriegen, muss da ordentlich was passieren. Und das muss eine Niederlage sein. Aber ich bin vorsichtig, ich sag mal, das wird ein 1-1. Hier haben wir FCK gegen Düsseldorf. Hochinteressantes Spiel, auch wieder so eine Situation. Kaiserslautern lange nicht gerettet. Düsseldorf will uns hier wieder überholen auf den Relegationsplatz. Aber in Kaiserslautern zu gewinnen, da musst du dich auch warm anziehen. Nicht? Also, das spielst du ja nicht auf dem Rübenacker. Das ist ein wunderbarer Rasen. Aber das nur nebenbei. Ich sag mal, da wird der FCK 2-1 gewinnen. Dann haben wir Hertha BSC gegen Nürnberg. Ja, das muss ich schon sagen. Wenn das bei Hertha richtig läuft, die haben eine gute Mannschaft hier zusammen mit den Riese. Da gibt es gar keine Diskussion über. Und die haben auch noch jetzt junge Leute gebracht, der Dardai. Die spielen guten Ball da in Berlin. Und FCN ist so. Das ist Jugendforsch, da sind viel zu viele junge Leute drin, ohne Erfahrung. Das habe ich gegen St. Pauli gesehen, ohne Erfahrung. Keine Chance. Die können laufen, aber meistens laufen sie verkehrt. Und wenn der kleine Türke nicht trifft, dann trifft er überhaupt keiner in Nürnberg. Torwartproblem haben sie jetzt wohl auch langsam wieder. Aber wie gesagt, ich will mich da auch nicht auslassen. Das gewinnt Hertha, sage ich mal, 3-0. Gut, dann haben wir SV Wien gegen Osnabrück. Ja, für Osnabrück die letzte Chance, da brauchen wir nicht diskutieren. Also das ist so viel. Wenn sie das Ding verlieren, sind sie weg. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Und Wien muss auch schon was machen. Ne, die haben wir auch 3-0 geschlagen. Aber wie gesagt, ich sag mal, Wien zu Hause, der verliert Osnabrück. Osnabrück ist für mich fällig. Tut mir leid, ich mache die Truppe auch. Aber wie gesagt, ich sag mal, das gewinnt Wien 2-0. Dann haben wir St. Pauli gegen Paderborn. Ja, St. Pauli hat mir gut gefallen in Nürnberg. Die hätten noch zwei Gänge hochschalten können. Die hätten Nürnberg auch 3, 4, 5 machen können. Aber das haben sie gar nicht gemacht, weil auch die Nationalspieler gefehlt haben. Also St. Pauli ist für mich die Nummer 1. Die Tabelle lügt nicht. Da brauchen wir nicht diskutieren. Die spielen im Moment in der zweiten Liga den besten Fußball. Auch wenn ich hier die Raute und alles am Körper habe. St. Pauli ist für mich ganz klarer Favorit, aber, jetzt kommt mein Aber, man hat schon Pferde kotzen sehen vor der Apotheke. Wenn die so eine Gurke mal verlieren, so jetzt gegen Paderborn, dann könnte das vielleicht noch mal ein bisschen kippen, aber die anderen gewinnen ja auch nicht alles. Ich sag mal, das gewinnt St. Pauli 3-1. Ja, dann haben wir Schalke gegen KSC. Ja, KSC hat einen kleinen Lauf und Schalke, also, ich mach das jetzt so als Hamburger. Schalke darf einfach nicht absteigen. Also das wäre der Super-GAU. Das hat Gelsenkirchen auch nicht verdient. Also ich muss schon sagen, ich glaube, aber KC ist auch auswärts gut mit den Stindl und Konsorten. Das ist eine gute Truppe. Also das hat Schalke noch nicht gewonnen. Ich sag mal, das wird ein 2-2. Ich habe Magdeburg. Ja, Magdeburg hat sich natürlich bis auf die Knochen blamiert. Das lässt sich der Christian Tietz auch nicht gefallen. Da werden Köpfe rollen, da fliegen welche raus, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Da stimmt das nicht in der Mannschaft. Vielleicht geht das auch um hier, um Pronunzen, um Dollar oder Euro. Irgendwas ist da am Laufen, bin ich der Meinung.
Aber wie gesagt, Magdeburg hat unseren Hannover natürlich auch noch mit. Die können auch noch oben reingucken. Aber das lässt sich, der zieht sich nochmal gefallen, die 7-0 oder 7-1, was das war. Ich sag mal, das gewinnt Magdeburg 2-1. Dann haben wir doch Kräuter Fürth gegen HSV. Da muss ich natürlich ein bisschen ausholen. Also wir sind ja meist immer so, wenn die Gegner am Boden liegen und haben nie gewonnen, die gewinnen gegen uns. Und diese Situation haben wir jetzt wieder. Die haben 5-mal verloren, Kräuter Fürth. Nicht schlecht gespielt, aber haben 5-mal verloren. Jetzt kommt der HSV. Jetzt, ich hoffe nicht, dass er wieder so ist. Dass der Baumgart mal richtig was Gas gibt da. Ich habe sie gesehen die ganze Woche, haben wunderbar hart trainiert. Die Nationalspieler sind auch gekommen, der Benisch hat eine Granatenform. Unser Ansi ist auch wieder alle. Alle sind da, nehmen jetzt alle wieder gesund dabei. Mir geht nicht. Der einzige, der ausfällt, ist der Dombi. Ich nehme auch an, der hat das mit den Muskeln, aber hat auch ein bisschen was im Kopf. Also ich muss schon sagen, mit seinen Verletzungen und dann dies wieder und das wieder, tut weh und hin und her. Also ich muss schon sagen, wenn der Junge sich nicht zusammenreißt, dann ist das keine Verstärkung von HSV. So sehe ich das. So, dann haben wir nochmal unseren De Brem, unseren Belgier. Der hatte ja auch keine Riesenform in den letzten Spielen, aber der ist auf dem Weg der Besserung. Und dann haben wir Kaderbach noch, der hat auch gut trainiert. Also Verteidiger haben wir genug, Mittelfeld ist da. Steffen kann aus dem Vollen schöpfen. Und ich hoffe das natürlich. Ich hoffe das natürlich, dass wir da gewinnen. Und ich sag mal, ich lege mich mal weiter am Fenster. Ich sag, wir gewinnen da 3-2. Da werden wieder Tore fallen und bei uns irgendwelche. Die Abwehr ist noch nicht gut genug. Die muss noch aggressiver sein und noch ballsicherer sein. So, das sind meine Worte. 3-2 gewinnen wir das. Und wenn wir das verlieren sollten, ich spreche jetzt immer von sollten, dann wird es auch schwierig, unter die ersten drei zu kommen. Das sehe ich so. Weil da rücken noch welche nach. Und von oben, ich kann mir das nicht vorstellen, dass St. Pauli, auch wenn ich sage, man hat schon viele Kotzen vor der Apotheke, aber St. Pauli ist oben weg ziemlich. Die Tabelle lügt nicht. Und Kiel hat auch noch keinen Einbruch. Aber wer weiß das, da sind noch ein paar Spiele zu machen. Und ich drücke die Daumen, ich sage mal, das gewinnt mit 3-2 in Fürth. Ich hoffe, dass Robert mal, dass der den gordischen Knoten durchschlägt. Der muss aber wieder Tore machen. Aber da kommt ja auch nichts. Wenn der Benisch nicht dabei ist, der war in drei Spiele, dann kommt doch keine Ecke, dann kommt doch keine Freistöße, dann kommt eigentlich von den Seiten gar nichts. So, das ist so, wie es ist. Aber Peter macht jetzt los, 3-2, die Spiele getippt. Und ich bin wieder froh, dass Zweitliga-Fußball ist. Dass diese Länderspielpause vorbei ist. Und dann sonst alles Gute. Und ich sage euch mal im Voraus schon frohes Ostereier suchen. Ich hoffe, wir finden sie auch in Fürth. Alles klar, tschüssi, nur der HSV.